Kommunikation, mein kleiner Podcast, hier aus meiner kleinen Kneipe zum Hocker mit dem Kultgetränk Asbach. Lecker. Kommunikation, mein kleiner Podcast, heute mit einem Profi vor dem Mikrofon, Jürgen Baggert alias Elvis Eifel. Ja, leg die Latte noch höher. Guten Abend, hallo. Er ist das Gesicht zur Stimme. Das stimmt, ja, ja. Das Gesicht habt ihr ja nicht so viel mit zu tun, eher mit der Stimme, ne? Ja, es ist, du machst das schon sehr lange mit Elvis Eifel, ne? Über 20 Jahre. Über 20 Jahre. Wer kennt ihn nicht? Wer hat im Radio noch nichts von Elvis Eifel gehört? Ja, Markus, ja, die Jungs aus Hessen. Wir haben uns gerade eben mit deiner Technik, habe ich mich gerade schon angefreundet. Ihr kommt aus Hessen? Nordhessen Rules. Ja, hier. Waldecker Jungs, sage ich da nur. Hessen-Kassel. Ja, sehr. Wusstest du, dass ich Trikotsponsor von Hessen-Kassel bin? Das hast du mir mal erzählt und ich wollte das nicht glauben. Ja, aber es ist auch bei dir überrascht mich ja gar nichts. Mich selber auch nicht mehr. Erstmal Prost. Und wie läuft's für Hessen-Kassel? Gucken. Wir sind einen Platz vor den Abstiegsplätzen, aber 6 Punkte. Ich bin in Kassel zur Berufsschule gegangen. Mein Home ist in Kassel. Dein Home? Ja, sag mal, mein Home ist in Kassel. Ist, ja, ich bin da zur Berufsschule gegangen. Ich habe da sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ich habe vier Rentner, hätte ich fast gesagt, 4 Lehrer verschlissen. Ja jetzt und Rentner, ich danach. Bin, ja, ich bin von Villingen aus 100 Kilometer nach Kassel. Also das ist dann netto wenigstens eine Stunde in die Dörfer. Ja. Und im Winter brauchst du auch länger. Warte, ganz kurz. Ruhe. Wir sind auf Sendung. Ja, wir sind live drauf. Ihr gleich auch. Und ich hatte einen Lehrer, da war ich immer zu spät morgens. Ja. Also das gehörte auch zum guten Ton bei mir. Ja. Und als ich dann die Prüfung dann endlich geschafft hatte, kurz drauf habe ich meine erste Reise angetreten, meine erste Flugreise mit einem Kumpel nach Kanada geflogen. Ja. Und sind dann nach Frankfurt an den Flughafen, waren auch da zu spät. Gott sei Dank war das Flugzeug noch später. Und wir hatten irgendwie 3 Stunden Verspätung, haben uns dann ordentlich für den 30-Euro-Gutschein, den du gekriegt hast, haben uns ein Rührei und reichlich Bier gekauft. Ja, macht man ja so. Und waren dann natürlich zum eigentlichen Check-in nochmal zu spät. Wir gingen die Gangway Richtung Flugzeug und haben nur gesehen, wenn du durch den Schlauch kommst, wie die Flugzeugtür zugemacht haben. Ja. Und wir haben da vorgehämmert und haben gesagt, nee, wir wollen noch mit. Ja. Dann haben die Flugzeugtür wieder aufgemacht, wir rein und direkt vorne an der Tür sitzt ein Typ mit der Süddeutschen, klappt die runter, war das mein Berufsschullehrer, ja, wo ich immer zu spät war. Guckt, ganz trockener Typ, zufällig, guckt mich an und sagt, Jürgen, ich habe nichts anderes erwartet. Ja. Hey, gesagt, soll ich ihr Rätsel machen? Ja. Also wenn ich an Kassel denke, denke ich an die Geschichte. Es ist tatsächlich, es gibt manchmal Zufälle, aber bei mir war es so, dass ich in Toronto am Flughafen, wovon ich eben erzählt habe, eingeschlafen bin und bin dann aufgewacht und der Flug hatte zum Glück 2 Stunden Verspätung, so habe ich den noch gekriegt. Ich saß so am Tisch, ich war so dermaßen platt und hatte einen Auftrag in Deutschland, konnte die letzte Woche, eigentlich habe ich in Montreal bei meiner Familie Urlaub gemacht, musste von Toronto nach Frankfurt zurückfliegen. Alles klar, ich schnell zum Flughafen, ich war so platt und dann sitze am Tisch und gucke so und dann sehe ich, dass mein Flieger 2 Stunden Verspätung hatte. Dadurch konnte ich erst wieder zurückkommen. Das sind First World Problems. Das weiß man ganz genau. Das ist gerade innere richtig, Uhr, was Timing, passiert. Innere Uhr. Ja, das ist einfach. Ich brauche hier nichts. Jet Set Problems. Dann sehe ich in meinem Rucksack, dass ich eine Stange Kippen geklaut habe. Frag mich nicht, warum. Oder ob die wieder einer reingesteckt hat oder was. Ich bin nicht Raucher. Wahrscheinlich waren es gar keine Kippen. Wahrscheinlich war irgendwie. Du warst Drogenkurier, ohne es zu ahnen. Hör mal. Markus. Nur noch in Kolumbien. Gott sei Dank nochmal gut gegangen. Ja. Das ist doch immer, ich habe 3 Kilo verloren. Ist doch gesund. Ja, aber die Kolumbianer waren dagegen. Die wollen die wieder haben. Ah, ist schön bei euch hier in Duisburg. Ja. Weißt du eigentlich, dass ich Duisburger Blut in mir habe, auch wenn ich aus Nordhessen komme? Sarret. Ja, ich habe ganz viel Ruhrgebietblut in mir. Mutter kommt aus Mülheim an der Ruhr. Ja. So? Ah, ja, die, ruhig, die, komm, die hört euch aus. Zu. Mach mal ruhig einen lauten Applaus hier. Mama freut sich. Und meine Oma, väterlicherseits, das ist eine Duisburgerin. Ja. Und die, kannst du den Stadtteil noch nennen? Kam aus Walsum. Walsum, habe ich gearbeitet. Jetzt pass auf. In jungen Jahren ist sie nach Villingen, wurde dann da Küchenchefin im Hotel Waldecker Hof. Heute mein bester Freund, also der Zögling davon, ja, also auch dritte Generation. Und
Hat dann so meinen Opa kennengelernt, der auch gerne mal an der Theke gesessen hat. Ja. Und, damals gab es die ja noch. Damals gab es sie noch. Und ja, dann hat Oma immer, so eine ganz akkurate war das, so eine ganz, ganz ordentliche Akkurate. Und die hat dann immer erzählt von Walsum. Und hat das immer so, ja, Walsum. Und ich fahre jetzt bald mal wieder zu meiner Schwester nach Walsum. Es war tatsächlich mal ein Ort für sich. Jetzt pass auf. Ohne einen Schuss gefallen haben wir ihn übernommen. Ja. Und für mich... Jetzt musst du dir vorstellen, ich bin in Willingen groß geworden, da im Bergdorf da oben. Ja. Und dann hörst du Walsum. Und das klang für mich wie Versailles. Ja. Ja, ich habe also Zeit meines Lebens gedacht, ja, da stehen Schlösser. Und daneben ist ein Stadtteil, Alsum, ja. Der ist unter Wasser. Na. Den gibt's nicht. Wisst ihr das als Duisburger? Alsum? Liegt daneben, war ein alter Stadtteil. Ja. Ist komplett geflutet durch den Rhein, weil sie den neuen Weg gemacht haben. Ja, aber Oma hatte Glück, die kam aus Walsum. Ja. Ja. Und ich habe wirklich mein ganzes Leben lang gedacht, ja, Duisburg kannte ich von Schimanski, klar, ja. Fand ich geil. Da war auch nicht ein Baum in Duisburg. Immer gesagt, ey, da musst du mal hin. Und ja. Oma aber immer von Walsum. Und ich habe wirklich gedacht, da stehen Schlösser, da gibt es lange Lindenalleen, da fahren die noch hier mit dem Vierspänner oder Sechsspänner oder so. Ja, machen die heute noch. Und dann bin ich irgendwann, als ich dann so in die Medienwelt und dann hier Radio und was weiß ich, dann bin ich mal hier rüber gefahren. Ja, ich muss mich mal eben technisch anders aufbauen. Warte. Und dann habe ich gedacht, wo sind denn eigentlich die Lindenalleen hin? Berlin. Habt ihr die verfeuert oder was? Im Kamin oder weiter? Oder was ist los? Es waren schwere Zeiten, wir hatten ja nichts. Es gab ja nichts. Ja. Gut. Aber somit, wie gesagt. Ich habe dabei der Firma Blut. Götzen gearbeitet, auch eine Duisburger Firma aus Rheinhausen, auch etwas, was wir übernommen haben. War mal eine Stadt für sich. Und gibt es nicht mehr, ist pleite gegangen, jetzt nicht nur wegen mir, aber ich glaube, ich habe schon den Hauptanteil. Ich war der Marktleiter. Ich war ein Baumarkt-Marktleiter. Traut man mir gar nicht zu, ne? Ja. Ich habe Bestellungen gemacht. Im Baumarkt? Ja, mache ich nur in Kneipe sonst. Herr Krebs hat im Rahmen seiner bescheidenen Möglichkeiten. En gros habe ich bestellt. Wie viele Stück sind en gros? En gros? Wie viele Stück sind gross? En gros? 12 mal 12 Dutzend, also ein Dutzend ist 12, 12 mal 12. 12 mal 12 ist 144. Das ist ein gross. Gross. So. Ja, das ist ein gross, 144 ja. Ein gross. Ja. Jetzt guck mal, kann ich morgen wieder irgendwo mit glänzen? Ne, falls du meinem Jauch wirklich mal sitzt, ruf mich an. Du kannst schon fragen, Markus, ich habe folgende Frage, ich sage B. Und ist richtig. Herr Bangert, welchen Telefonjoker hätten Sie denn? Ja, ich war der Telefonjoker auch von Jürgen von Lippe. Hast du gemacht? Nein. Doch. Von Jürgen von der Lippe? Ja, ich liebe Jürgen. Der Jürgen ist einfach geil. Ja, ist ein super Typ. Einer von drei Leuten, die... die man immer einladen kann und die, wo man sich freut. Ja, und das Grinsen ist nicht gespielt. Die schuld sind, dass ich irgendwie auf die Bühne wollte. Und ich bin irgendwann in seinem Künstlermanagement auch gelandet, in Berlin. Ja. Und dann haben wir uns auch ein paar Mal, hatten wir auch wunderschöne Begegnungen. Unter anderem damals auf dem Geburtstag von Frank, wo wir uns tierisch einen reingepackt haben. Ja. Und das war sehr schön. Nein, der Manager. Und dann, Jürgen ist ja so ein Zauber. Der mag ja diese Zauberei, diese Close-Up. Und es kotzt ihn an, dass er das nicht so drauf hat. Ich weiß, durch den Marc Weise weiß ich das. Der das ja wirklich gut kann. Und der unter seine Fittiche genommen hat, der Jürgen von Lippe, damit er mehr Auftritt hat. Ja. Aber der hasst ihn dafür, dass er aus jeder Öffnung eine Münze rausholen kann. Aber er hört ja nicht auf. Nein. Also Jürgen ist ja wirklich so, der hat ja immer irgendwas in der Tasche. Und dann kommt... Pass auf, ich zeig dir mal was. Und dann kommt wieder so ein Ding. Das war wirklich, der Abend war super. Jeder von den Künstlern, die dort im Management sind, waren auf der Bühne und haben Musik gemacht und einen erzählt. Und war ein richtig toller Abend. Und um kurz nach 12 kommt meine Frau und bringt mir ein Schälchen Currywurst. Hatten wir nicht mitgekriegt, hatten sie so ein Currywurst-Buffet aufgebaut und ich stehe mit Jürgen von der Lippe, stehe ich an der Theke und er hatte gerade wieder irgendwelche Kartentricks und meine Frau stellt mir einen Currywurst hin und sagt, hier Schatz, ich könnte mir vorstellen, dass du da Spaß dran hast. Komisch. Und Jürgen lässt die Karten fallen und sagt, was ist denn das? So, Jürgen sieht aus wie eine Currywurst. Und meine Frau hatte extra schon zwei Pika reingemacht. Ich sage aber, du, guck mal hier, komm. Lass essen. Ja. Und dann guckt der von der Lippe mich an und sagt, das ist keine gute Idee. Ich weiß, was passieren wird. Ich werde dir jetzt drei Viertel von der Wurst wegfressen
Und dann kriege ich ein schlechtes Gewissen und dann gehe ich ans Buffet und hole uns jedem eine neue. Hält den Blick. Aber genau so habe ich geklärt. Hält den Blick, ja, und sagt, weißt du was, das machen wir. Herrlich, ein Gott, ja, der Mann, ein Gott. Der ist einfach brillant. Ja. Also ich habe nicht nur, dass ich seine Shows schon vor meiner Karriere gesehen habe, Männer, Frauen, Vegetarier zum Beispiel. Großartig. Ja, aber das Beste für mich ist Sauna Fanclub Aufguss Nummer 9. Kennst du das? Das ist tatsächlich eine Nummer, die ich nicht drauf habe von ihm. Hör mal, und dann sagt er, und jetzt ihr. Weißt du, weil das ist ein Zungenbrecher. Dafür muss ich mich eben kurz benessen. So. Ich liebe ja die 5 Stufen des Alkohols von Fernando. Ja, ja, auch, Weltklasse. Du fühlst dich wie Kunstrasen. Wir sind der Sauna-Fanclub Aufguss 09. Der erste deutsche Spitzenschwitzverein. Wenn wir unsere Spitzen, dann liege ich aber nur an der Zeit. Wenn wir unsere Spitzen, nee, krieg ich nicht hin. Auf der Glitschepritte schwitzen, Schwitze, Schweiß verspritzen, dabei Zwetschgen, Schnäpschgen, Schwitzern, muss man beschwitzen, Schwitzer schon mal ein bisschen stützen. Und wenn ich einen Zahnarzt hätte, hätte das geklappt. So. Aber die Krux hört im Januar auf. Im Januar wird es verankert und wenn ich jetzt selber mache, ich hau mir da eine Heftzwecke durch oder wir mischen Ärger Zement an. Ja, das ist ja hier, das ist bei mir Mission Impossible im Moment. Der einarmige Kahnspieler, fand ich mal gut. Mission Impossible. Obwohl, wenn er schnell ist. Mission ist aber so. Das ja, ist gegeben. Aber die mischen ja auch teilweise die Karten so auf dem Tisch. Dann wischen die einfach so durcheinander. Ich würde zum Beispiel bei diesen Las Vegas-Dingern, so, wenn die Texas Hold'em, einfach einen von zu Hause anrufen, der hat Folgendes. Weil man ja die beiden Karten sieht am Fernsehen. Ja. Ich glaube, da lassen die keinen Telefonjoker zu. Wir sind in seinem Heimatort, bei seinem Heimatort sind wir mal aufgetreten und dann sind meine zukünftige Schwiegermutter, Gesa Dreckmann, haben wir jetzt schon wieder, und ja, ich mit aufgetreten und hätte fast ein Auto totgefahren. Warum? Es musste bremsen. Und wo war das? Der Gag kommt dann. Ach so, okay. Ja, wir denken nur K.O. Nee, nein, angefangen hat die Duisburger, da war überall König Pilsner, die Duisburger Wagen haben alle DU da, die da stehen, und einer mit K.O. Aber dieser Wagen hatte auch K.O. und dadurch kam er da drauf, genau. Wir haben überlegt, K.O. K.O. Koblenz? Nee. Und wo treten wir auf? In Korbach. Halbe Stunde, nee, bis wir drauf kamen, dass da nur ansatzweise für Korbach ist. Moment. Es waren 35 Grad im Schatten, wir voll wie die Natter. Jetzt pass auf, weil bevor du morgen Zuschriften gehst, Korbach hat KB. KB. KB für Korbach. K.O. ist wirklich Koblenz. Du musst die... Es ist lange her. Ja, aber ich sag mal, du musst die Recherche nochmal komplett neu... Nein, aufnehmen. Aber ich habe bestimmt sonst... Ich habe sonst KB gesagt, ne? Kilobyte. Kilobyte, genau. Aber wir haben, wofür steht denn das? Wir sind im Ort. Königsbilsener. Aber mit die... weiß ich, keine Bahnung. Ja. Du hast ja mehrere Produkte, die du so rüberbringst, unter anderem auch die Tour. Die Comedy-Tour, die macht so einen Spaß. Comedy Camp meinst du, ja. Comedy Camp, die macht so einen Spaß. Und ich freue mich, dass du dieses Jahr wieder mit dabei warst. Ja. Wir haben jetzt gerade eben das Finale gehabt. Es war wieder so geil. Ja. Und ich habe das so vermisst, auch in den Jahren, wo nichts ging. Also wenn mir einer sagt, was war in den Jahren mit Lockdown und allem, was war das Schlimmste für dich, nicht rauszukönnen, also nicht auf die Bühne zu können? Und am meisten habe ich wirklich das vermisst, mit euch Verrückten jede Woche irgendwie einen geilen Termin. Wenn du eine Mixshow machst mit den richtigen Leuten, dann ist es schön. Und das ist, also es ist immer schön beim Comedy Camp, weil irgendwie alle haben Bock und hinter der Bühne ist es geil. Ja. Und, gestern war Don Clark hier und wir konnten uns immer noch daran erinnern, wie wir mal in der Reithalle in Randstadt fürchterlich abgestürzt sind. Wo man hinter uns sagen musste, ihr müsst jetzt auftreten. Aber das sind doch die besten Nummern, oder? Natürlich. Das ist doch das alle. Ich glaube, der hat auch meine Nummer gespielt, weil er seine nicht mehr wusste. Ja, und dann ist es doch okay an so einem Abend. Ja, da kannst du doch mal kommen. Hauptsache, sie haben es gehört. Nein, solange Humor dabei ist und solange du siehst,
Es ist tatsächlich so. Es hört sich manchmal bei Schauspielern an, Stutenmäßigkeit, wer einen Job kriegt, die untereinander und was. Bei Comedians ist es wirklich ganz kleiner Anteil nur, ja, wo du sagst, ich tick nicht so. Ja. Ja, da sind nur ganz wenige Leute. Die sind Leute, auch nicht so oft dabei. Und zu denen hast du keinen Kontakt, ganz genau. Ja, der größte Teil ist wirklich in Ordnung und auch hinter der Bühne durchaus humoristisch unterwegs. Das Geile ist ja, vor allen Dingen, ihr glaubt das ja alles immer gar nicht, wenn wir so sagen, hinter der Bühne entstehen meist die besten Nummern. Wie oft sind wir schon rausgegangen und haben dann auf der Bühne was erzählt und wenn das nur so ein kleiner Appetizer war, was vorher hinter der Bühne irgendeiner angezettelt hat und einer geht raus und probiert es und schon entsteht wieder eine neue, tolle Nummer von der Bühne oder so. Das finde ich richtig geil. Ich war mit dem Kristall in der Schweiz essen. Und da fragt er uns, der Kellner, Tiramisu? Und da habe ich gesagt, weiß ich ja nicht, ob der Tiramisu hat. Und dann sagst du, Christian, kannst du haben? Und sagst, nee, der bleibt bei dir. Ja, oft gesprochenes Wort, schenke ich dir. Ja, ja, schenke ich dir. Mach ihn. Trotzdem selber. Ja, bring ihn. Ja, ist wie, ich habe Betonung irgendwann mal verschenkt, mal habe es aber dann doch genommen. Falsche Betonung. Falsche Betonung. Ja, wie Batterien oder Kalorien oder so. Aber man sagt doch auch nicht, du bist ruhig. Weil wir hatten eine Durchsage, ich erzähle immer, ich war mit meiner Katze am Hauptbahnhof, weil die brauchte ein Bild für den Impfpass. Habe ich in das Gerät gehalten, habe den Schalter noch ein bisschen gelegt. 2 € Entwicklungshilfe, damit der Bild auch was wird. Dann haben wir uns noch einen Döner geteilt und dann kommt eine Durchsage, dass der Zug nach Oberhausen 20 Minuten Verspätung hat. Und ich sage zum Spencer so, hör mal Spence, das ist doch eine falsche Betonung. Und so ist es nur mal entstanden. Aber Spencer kommt schon mal. Ja. Nein, ist wie beim Navi auch manchmal, wie der Stermuschweg. Ja, ja, also, wir haben eine Straße, ja, Stermuschweg. Für alle, die B8. Ja. Aber die heißt in Neudorf Stermuschweg. Die B8 ist tatsächlich die längste Bundesstraße Deutschlands. Ja. Und man kann, glaube ich, bis Rosenheim, ne? Von Holler bis Rosenheim, irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Bist auch, du sie abgeschritten? Ich hatte sie vermessen. Ja. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass der Navi immer, oder das Navi immer gesagt hat, so, der Sternbuschweg ist gesperrt oder irgendwie so, ne? Oder nächste Ecke Sternbuschweg. Und dann denke ich so, mein Gott, setz doch da einen hin, der es kann. Geil. Oder bereite dich vor. Wenn du ein. Die Mannschaft von Ghana, erkennt sie an den gelben Stutzen, echt gegen Deutschland? Das war vom Kerner mal eine Durchsage. Das Spiel Deutschland-Ghana fängt an, die Mannschaft von Ghana erkennen sie an den gelben Stutzen. Oh. Ist doch ein guter Hinweis. Ja. Wie willst du das auch sonst? Ja. Das hat durchaus Humor. Ja. Solche Rudi-Rudi-Rufe gab es früher nur bei Uwe Seeler. Wir hatten mal Navi, ich glaube in so einem Golf, und die konnte kein Ü sprechen. Ja. Also wenn dann Mühlenweg, ja, dann hat die angefangen zu jodeln. Also ich habe gedacht, die kommt irgendwo aus den Alpen oder so. Ja. Dann habe ich gesagt, in 50 Metern links in den Mühlenweg. Das, ey, wie oft ich da auf das Armaturenbrett gekloppt habe. Ich habe gesagt, Mädchen, ruhig, 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 mach doch mal langsam. Hast du früher bei Nokia-Patienten, also die ersten, die Nokia hatten, ja, und die damit noch nicht gut umgehen konnten, bist hingegangen und hast auf Finish eingestellt. Die kamen ja nie wieder zurück. Die wissen ja nicht, was Sprache auf Finish heißt. Die hatten immer nur Deutsch da drauf. Und dann natürlich Finish, weißt du, da hingelegt. Und die Dinger konntest du ja noch nicht an den Rechner hängen und sagen, mach mal neu. Ja, ja, wie heute mit, ja, den Smartphones. Ja. Oh, das ist aber gerne mal. Vor allen Dingen so ein Nokia-Handy, da hat ja auch 3 Jahre der Akku gegangen. Das war schade drum. Ich hatte das erste, war ein Samsung, ein Sony. Da konnte ich mit der Antenne den berühren, den ich anrufe. Ich habe das noch besser gemacht. Ich habe in den frühen 90ern habe ich angefangen so als Sprecher im Tonstudio, auch so für Werbung und sowas. Und irgendwann kam ich dahin ins Studio und dann hatte der da so einen Karton mit so einem Motorola-Ding, mit so einem riesen Hörer und so eine Blackbox. Und das war irgendwie so ein Autotelefon. Da gab es noch keine Handys. So ein Bobby Ewing-Autotelefon. Genau so ein Ding. Ich kaufe mir mal ein Kind. Genau so ein Ding.
28 Kilo Telefon. Ja, ja. Und da habe ich gesagt, was ist das denn? Ja, das ist mein altes Autotelefon. Ich habe ein neues, aber das ist noch völlig in Ordnung. Willst du das haben? Ja, ich sage, ey, kann ich nicht bezahlen. Ja, komm, sprichst du mir zwei Werbespots, dann hast du das. Ja. Und für sowas kriegst du mich, ja? Ja. Und da habe ich das... habe ich gesagt, jo, machen wir. Weg. Machen wir. Ja. Und dann habe ich das Ding mitgenommen, habe das einbauen lassen ja. in meinen Seat Malaga. Dafür hast du den Beifahrersitz rausnehmen müssen. Der passte hinter die Schaltkonsole. den Hörer stumpf ans Armaturenbrett geschraubt. Und dann oben aufs Dach kam Sonnhorn. Das war das fahrende Einhorn dann. Ja. Als Antenne. Und dann hatte ich in meinem Seat Malaga, ja. hatte ich Autotelefon, C-Netz. Ja. Hab mir dann bei der Telekom so eine Karte bestellt, kostete irgendwie, weiß ich nicht, 50 Euro Grundgebühr ja. und die Minute Telefonie 2,50 Mark. Ja. War ja noch zu D-Mark. War viel Geld damals. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn du das nutzen willst, musst du dir jetzt Visitenkarten drucken lassen mit nur der Nummer drauf. Ja. Damit dich überhaupt mal einer da anruft. Ja, und der bezahlt. Ja, sicher. Ja, ich habe gesagt, ich rufe doch keinen an. Er ruft. Und dann habe ich dann immer vor der Eisdiele geparkt, Fenster runter und habe gewartet, dass einer anruft. Ja. Und wenn dann einer angerufen hat, dann habe ich auch gar nicht die Tür auf, sondern durchs offene Fenster das Kabel rausgezogen, bis das bald abgerissen ist. Ja. Und dann auf dem Bürgersteig, ja, danke, ja. hier, hallo. Gefrorene Orange aufs Kaufen. Kaufen. Sofort alles, alles kaufen. Kaufen. Und ich habe mich gefühlt wie ein König und ein halbes Jahr später gab es Handys. Das erste Handy war, wie war gesagt, mit Jogdell. So hieß das, man konnte an der Seite drehen und drücken. Also du hast, nee. Da, im Telefon bist du gedreht und Hermann kam M, wenn du mich... Konnte ich mir nie leisten. Mein erstes war die Vodafone Banane. War ein Vertrag, mein hat meine erstes Frau war, bezahlt. War die Banane von Nokia, die du auseinanderziehen musstest. Ich hab die kleinen Nokias geliebt, ich habe gern Snake gespielt. Boah. Jetzt irgendwann weißt war du, Snake aber mal der Bildschirm voll. Voll. Ja, aber jetzt hast du das nie geschafft, dass der Bildschirm voll war bei Snake? Nein, nein. Aber du hättest ja auch 3 Jahre spielen können. Der Akku hat ja gehalten. Ich weiß nicht, wie lange. Aber jetzt weißt du, was ich für Probleme mit Telefonen gekriegt ja. habe. Und, was war dein größter Klopper bei den Anrufen als Elvis Eifel, wo du sagst, das hätte selber nicht mit gerechnet, dass das dabei rauskommt? Wo du wirklich sagst... Ja, es gibt so ein... Komm, da muss ich es lispelnd erzählen, sonst wirkt es nicht. Ja, so ist die Stimme dann. Gibt es so ein paar Dinger, für die ich in die Hölle komme? Das habe ich mir schon abgehakt. Schlimmste Nummer. Unten drunter. Schlimmste Nummer. Wir hatten Praktikanten, 3-Monats-Praktikant. Und der war auch bei mir schon und kannte mich auch. Und dann war der bei uns in der Musikredaktion und hatte so seine EC-Karte im Zigarettenautomaten vergessen. Kollegin hat die gefunden. Kam dann zu mir, sagte, hör mal, weißt du, wo der ist? Ich sage, ja, gib mir die Karte, vergiss, dass du sie je hattest. Und er war in Oberhausen. Und dann habe ich so auf die Uhr geguckt und habe gesagt, na, gibst dem Ganzen mal so 3, 3,5 Stunden, machst mal gar nichts. Ja. Und so nach 3,5 Stunden habe ich dafür gesorgt, dass alle aus der Musikredaktion raus mit mir ins Studio gekommen sind, damit er fast alleine da war. Und dann habe ich ihn angerufen. Ich hatte ja jetzt seine Bankverbindung, hatte seine Sparkasse. Und dann habe ich mich als seine Sparkasse gemeldet und ja. habe gesagt, was denn los wäre bei ihm. Also die Karte würde ja glühen in Venlo. Ja. Ob er vorsehe, hätte sich abzusetzen. Ja. Also da wären Abbuchungen drauf in Euro, in Dollar. Und in Läden, wo man nicht kauft. Läden, wo man nicht kauft, im Interconti eingecheckt und was denn los wäre. Und dann hat er, ja nee, also ich bin ja hier im Radiosender und hin und her und alles. Oh, bis die gehen dann, schon an der Öffentlichkeit. Bis er dann sein Portemonnaie aufmachte und gemerkt hat, dass seine Karte weg ist. Ja. Und ab dem Zeitpunkt hat er mir nur noch leid getan. Ja. Und der lag am Ende in Embryonalstellung kauernd an der Erde und hat nur noch geschrien. Ja. Aber hast du nicht aufgelöst? Ja, irgendwann dann schon. Ne? Also musste ja. ja. Und das hat echt Ärger gegeben. Das gab richtig Ärger vom Programmdirektor. Aber wir haben uns hinterher versöhnt und er hat dann gesagt, komm, wir setzen uns jetzt mal hin. Und dann haben wir die Radio tauglich gemacht und ich habe die sogar senden dürfen. Ja. Aber wenn ich für ein Ding in der Hölle komme, dann dafür, ja. Elvis, ich früher kannte man Bodo Bach halt. Ist auch so eine richtige Instanz, so ein Vorbild für mich. Ja. Aber das ist am Telefon natürlich ist aufgenommen, ja, und wird dann gesendet. Wie machst du das auf der Bühne eigentlich, dass das so original rüberkommt? Mit dem Telefon. Also ist der Techniker dann, ja, das ist eine ganz gute Idee. Mit dem Telefon. Gibt ja heute Bluetooth. ja. Das ist ja das Schöne an den Smartphones. Ey, als ob ich so weit denke.
Das ist ja das Schöne an den Smartphones. Bluetooth ja hier, ist frag mal deine Jungs von der Technik. Zwei blaue Füße. Das ist ein so ein kleines schwarzes Kästchen, so ein Bluetooth-Wandler. Und dann kannst du dich da rein, also mit Bluetooth. Okay. Und dann musst du nur gucken, dass der Empfang passt. Ich glaube nicht, dass meine Techniker das kennen. Und dann kannst du... Ja, du telefonierst ja auch nicht. Ich telefoniere nicht, das wissen alle. Und dann hörst du quasi, als wenn du dich zu Hause in so eine Bose-Box oder so... Vier rein... Personen dürfen mich in meinem Leben anrufen. Gehöre ich dazu? Wo ich dran gehe. Ja, da ist Jackie natürlich, meine Schwiegermutter Nicole, meine Eltern und der Papst. Nein, und. Komm, gib den Ruck. Nein, gib mir deine Nummer. Nein, du wirst es nicht bereuen. Für mich tatsächlich so, dass ich, genauso wie mein Vater hat früher immer so telefoniert. Ja, ich mache das gerne so hinter der Hand, so wenn ich so entspannt sitze. Das ist ein Tennisarm, ne? Das sieht unheimlich doof aus, so hinterm Kopf herpacken und dann hältst du wieder das Handy fest. Nicole, Jackie, Freundin halt, ne, die dürfen mich anrufen, dann gehe ich dran und Familie, also beide Brüder und meine Eltern. Das heißt, deine Telefonliste ist... An allen anderen gehe ich nicht dran, egal was ist. Schreib vorher, das ist wichtig, dann weiß ich, das ist wichtig, dann mache ich das. Ansonsten ist Telefonieren die größte Abart, was auf diesem Planeten gibt. Ich liebe Telefonieren. Also wenn ich im Auto sitze, telefoniere ich nur. Jackie hat gerade Kröte verlassen, ist eine Freundin von ihr. 5 Minuten von ihrem Haus ist dann bei uns und telefoniert wieder mit ihr, obwohl die gerade 4 Stunden zusammenhingen. Und können noch mal 4 Stunden telefonieren, damit die 4 Stunden wohl zusammenhängen. Dann waren noch viele Dinge unausgesprochen. Ja, scheinbar übers Handy. Ja. Nein, aber ich liebe telefonieren. Ich schreibe auch WhatsAppen, mache ich auch ganz gerne. Also wenn es wichtig ist. Sprachnachricht. Kurz und knackig. Sprachnachricht hasse ich wie die Pest. -2 ist zu wenig. Also +2 hier, die +2, das ist zu wenig. Was? Also Geschwindigkeit? Ja, zu wenig. Nein, also... Ich kriege... Markus... Wie ist es? Was machst du? Hör mal. Kollege wird 50. Er hat nicht so viel Geld jetzt, aber ein Bierchen geht. Kannst du ja mal 1,5 Stunden machen? Die verstehen gar nicht, welchen Beruf ich habe. Nee. Ne? So. Wer ist das denn? Kennst du nicht? Ja, aber ist so. Aber man kann ja mal fragen. Ja, da ist der Weg. Aber dann sage ich, ja. Der würde dich ja auch anrufen, aber du gehst ja nicht dran. Das Witzige ist ja, ich lasse das über das Management dann laufen und die mich dann fragen, wer war das denn? Und er sagt, was ruft der auf? Bier. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Nein, es ist tatsächlich so, dass ich immer mal merke für mich selber, früher warst du geil da drauf, auch zu dem, das. Man macht jetzt hier mit Flickflack für den MSV zum Beispiel da und so, das ist auch... Das gehst du selber ans Reck und so? Also machst du selber so? Ja, ich mach nur Flick. Flack ist ein Flack, also. Der war seit 45 immer hier. Gib mir doch keine Vorlage. Ich kann Bei dir verpasst man auch so einen, wenn man nicht auf Zack ist. Also man muss sich also. Ja, nee, okay. Aber manche Sachen, die du für einen guten Zweck machst und so weiter, alles klar. Aber ansonsten ist man für jeden Tag im Moment auch ein bisschen, also das Gras wächst. Jetzt, also im Garten. Noch. Wo jetzt? Im Garten. Bei mir ist so hoch Gras, ich hasse Insekten. Das ist nur am Land, weißt du? Ich muss kurz drüber nachdenken. Du hast keine Käfer, die du zerdrückst und die bluten gelb. Aber warum zerdrückst du Käfer? Lass die doch in Ruhe. Das sind Insekten, die haben hier nichts verloren. Und dann kommt die Elster und die frisst die weg und dann kannst so, du so Vögel. Elster ich unterhalte mich morgens mit Vögeln. Ich habe immer einen Vogel, der genau nach mir piept. So. Der fing auf eine Tanne an, ging dann über den Apfelbaum, den ich inzwischen habe fällen lassen. Warum? Der hat die Sicht vergeben. Das war ein Tafelabfall. Du weißt, dass man das nicht einfach so darf. Der hatte den Umfang. Okay. Ja, dann. Jetzt ist er eine Kirsche, weil ich durchaus akzeptiere. Es war ein 100 Jahre alter Apfelbaum, der letzte seiner Art. Er hatte den Umfang. Ja. Das war übrigens auch die Frage beim Jürgen von Lippe. Was? Es gibt einen speziellen Baum und da waren mehrere Fragen, ob er daraus eben diese, aber die Aborigines, die Dugedadu-Gerät bauen, wie heißt das hier?
Didgeridoo, genau. Didgeridoos, ja. Oder ob die nirgendwo vorkommen, weil die nur noch zu siebt auf der Welt sind, diese Bäume. Okay, und? Ich habe falsch gehört. Das heißt, du warst der Telefonjoker vom von der Lippe? Ja. Was ist denn jetzt? Nee, also ich muss das sacken lassen. Ich muss das kurz sacken lassen. Nein, ich kann dir was sagen, was ich nicht sagen darf. Jetzt kommt eine Serie, hier der Quiz Olymp. Wir waren die Ersten, die in der Staffel als 14. die geschlagen haben. Olaf Schubert und ich. Okay. Und da war immer geil. Immer wenn Olaf was sagen oder drücken wollte, habe ich immer so gemacht. Warte. Ich erkläre dir das. Er ist nicht Panne, aber ich wollte nicht, dass er was drückt, was nicht in Ordnung ist. Und so habt ihr das dann geschafft, habt ihr gewonnen? Und wir haben die drei in der geschlagen. Quizshow. Ich würde so gerne mal in eine Quizshow. Echt? Ja. Ich werde nicht bei Wer wird Millionär eingeladen. Ja, wer sitzt denn da sonst, der so bekannt ist? Ja, weiß ich nicht, was du verkehrt gemacht hast. Ja. Pocher ist ja 12. Mai jetzt da gewesen. Oder ja, der hat aber andere Probleme jetzt. Ja, aber ich kann nicht wenigstens. Ja, das ist, weil du noch nicht verheiratet bist. Stimmt. So. Ich hab hier das heißt, alles, das kann alles noch kommen ich hier für alles, dich. Ich kenn's nicht. Neben Nasen, Höhlen, tralala. Und da hat jetzt lenk doch nicht ab. Jetzt werd ich noch vor der Hochzeit wieder krank. Ja, was musst du auch im Winter heiraten? Lange Geschichte. Ja. Weil der Sommer nicht gut geklappt hat. Okay. Da finden die eine Leiche im Teich hinter uns. Wird dich auch dein Leben. Ich weiß gar nicht, ob der auf der Gästeliste stand. Bist du denn wenigstens zu der Beisetzung dann gegangen? Der wurde gar nicht beigesetzt, der liegt dann noch, glaube ich. Also auf jeden Fall, wir hoffen, dass der Teich eingefroren ist, dass er nicht so hochkommt. So, das ist natürlich clever. Meine Frau und ich, wir haben ja auch im Dezember geheiratet, am 29. Willst du was geschenkt haben oder warum? Vielleicht. Also oder ist das, dass man Weihnachten dann einen Abwasch machen kann? Mach dir Gedanken. Ne? Ja. Aber kann ich dir sagen, so eine Winterhochzeit ist auch schön, wenn Schnee liegt. Ja. Wir hatten Schnee 1999, reichlich. Wir hatten auch Schnee, alles lag nur auf der Toilette. Das Geilste war, das konnten wir uns damals nicht leisten. Wir waren auf den angewiesen, der vom Himmel fällt. Das Geilste war. Aber gut, ist da nicht heute, oder? Ich hab damals beide Haustürschlüssel eingesackt. Weil ich wusste, die werden unsere Wohnung verrammeln und zerlegen. Und sie haben es doch geschafft, irgendwie reinzukommen. Und dann haben die Schweinehunde unser Bett abgebaut und dann im Schnee in Willingen am Viadukt einfach in den Schnee gestellt. Wir haben vor der Tür gestanden, sie ein Kleid, ich noch den Anzug. Hatten wir beide keinen Schlüssel. Aber eine Leiche? Nein, bei der ersten Hochzeit. Ich mach das ja öfters mal. Ach so, ach du bist Profi. Nee, aber wir ich muss ja auch üben. Ja. Nein, aber alles in Ordnung. Jetzt stand sie da. Wir hatten Palmen mit Geldern drin geflochten. Mussten dann wieder da, wo wir gefeiert haben, anrufen. Da waren unsere Eltern besoffen noch an der Theke. Und die haben dann die hat die Küche gerade zugemacht. Die hat mit dem Schlüssel da uns geschickt, dass wir wieder in die Wohnung kommen. Ja, aber dein Bett stand im Schlafzimmer. Meins stand im Schnee. Da kann ich nicht. Da kann ich nicht drüber halten. So. Ja? Schläfst du bei offenem Fenster? Ja, jetzt, wenn es sehr kalt wird, nicht. Dann machen wir schon mal zu. Ich habe die Tür offen. Nee, also du. Also ich warte immer, bis ich penne, damit sie die Tür zumachen. Ja? Kann. Ja. Und dann war ich auf, ist es zu warm? Auf. Das ist so ein Schlaftennis. Ständig hängt einer in der Netzgardine. So wie ich gerade hundertprozentig für alle Hörer rüberkomme, weil ich so platt bin. Ja. Genauso. Glaub mir, sie hat geschmückt heute in Hamminkeln. Hat gesagt, ich fahre mal nicht mit. Zweite Podcast erst, wo sie nicht da ist. Schmückt die Bude, guckt ihre Sendung, die wichtige Sendung, also hier Pommy, Brickwasser und so was. So. Aber die guckt auch die intelligenten Dinge. Aber dann könnte deine Frau auch sehr gut mal einen Abend in meiner verbringen, weil die hat auch schon alles so auf Weihnachten getrimmt, schmücken und alles ganz toll. Neudorf war die erste Wohnung, die fertig wurde und jetzt hat sie Hamminkeln. Siehste? Und so Pommy-Bequasser und sowas, das läuft bei uns auch. Ja, man hat das da auch mal mich für ein Dschungelcamp, glaube ich, angefragt. Ja. Nee, Dirty Dancing, wie heißt die Sendung? Let's Dance? Ja. Du und Let's Dance? Ja, als ob ich... Ich kriege eine Zerrung, wenn ich Joghurt umrühre. Meinst du?
Ich sehe das schon. Hoche. Ah, oh, Markus, Markus, ja. Markus. Ah, ich werde ganz verrückt. Ah, ja. Ah, so eine Hüftschwung. Ah. Also, wenn Klammerblues ins Finale kommt, bin ich dabei. Ja. So mit Hand in der Tasche. Ja, hinten. Ja, ja, ja. Oder so, dieser, der Letzte, der auf der Tanzfläche ist, nur so. Ich glaube, der hat gute Chance. Weil der Lambi, der ist Duisburger und der wird mich, glaube ich, durchschicken. Der wird ja sagen, alles gut. Ja. Mit Sicherheit. Bitte. Da sind wir untereinander, da sind wir safe. Da hast du den Duisburger Bonus. Der ist sonst so beim Zahnarzt. Nee. Was hast du in nächster Zeit vor? Was haben wir vor? Ich freue mich erstmal darüber, dass du sofort und spontan zugesagt hast. Für was? Wir haben 25 Jahre. Für, Lichtblicke. Weiß ich nichts von. Lichtblicke? Lichtblicke. Unsere Gala, die 25 Jahre. Wichtige Sache. Jubiläumskonzert. Ja. Und da freue ich mich sehr, dass ich du sofort gesagt hast, komm, da haben wir ein bisschen Spaß auf der Bühne mit. Das ist erstmal ein guter Zweck und zweitens sieht man immer Leute, die man sehr, sehr gerne mag. Und dann haut man da eben mal was durch. Ich habe beim letzten Mal gemerkt, dass die Zuschauer gut fanden, wenn ich unter der Gürtellinie war. Ja. Ja, aber manche schon überlegt haben, können wir das senden. Ja, aber ist ja live. Ja. Das ist schön am Live. Das ist das schön. Wenn ich mal wetten, dass der kann, die sagen, ich würde dir doch ein Ding nachschicken. Ja, ich mache dann und dann. Und ich mache aber ganz anderes. Ja. So ja. Werden Legenden geboren. Jetzt stehen aber, bei mir steht in der BA mit Bühnenanweisung, dass ich nicht mehr proben muss. Kennst du wieso Sheriff das Buford T. Justice? Ja, sicher. So, den Original. Der mit dem Kauterback. Glover oder Gleaver oder ja. Jackie Gleaver hieß er, glaube ich. Hatte vertraglich, dass er nirgendwo, weil er Proben so gehasst hat, nirgendwo geprobt hat. Steht bei mir. Ja, aber wenn du genial bist, brauchst du das ja auch nicht. Das Schlimme ist ja bei den Proben. Ich weiß doch nicht, was ich mache. Das Schlimme bei den Proben ist ja immer, dass du das dann bei den Proben besser machst als hinterher bei der Show. Deswegen kann das nicht besser werden. Das ist eigentlich das Schlimmste an der Probe, wenn du sagst, so, ja, hat gepasst, geil. Und dann kommt die Aufzeichnung oder die Live-Show und dann sagst du, nee, war nicht halb so gut wie in der Probe. Hatte ich in Trier. Pulver verschossen. Verstehen Sie Spaß? Ja. Seitdem wollte ich auch nicht mehr. Ich will auch nicht proben. Warum? Ich sage, ich gehe nur hin, nur stehen. Sie kommen jetzt, dann da rein, dann das. Und dann sage ich, ich fange damit an, höre damit auf, gehe wieder runter. Da sitzt Christoph Maria Herbst. Guckt mir bei meiner Probe zu. Kommt zu mir und sagt, boah, wenn ich einmal so proben dürfte. Dürfte. Ja, ja, das wäre so genial. Aber wie geil ist das denn, dass Christoph Maria Herbst auf dich neidisch wird? Pass auf. Dann kriege ich den Berliner Fernsehpreis Wühlmäuse, ja, von Dieter Hallervoll. Kriege ich den. Balim, balim. Ja. Bekomme den überreicht. So, wir haben eine Feier. Auf einmal haut mir eine Frau auf volle Kanne am Arm. Und was stimmt denn mit dir nicht? Hast du dir wehgetan? Sagst du, ich bin die Frau von Maria Herbst. Christoph Maria Herbst, mein Mann hört dich zum Einschlafen. Und ach, lacht sich kaputt. Echt? Und lacht sich kaputt. Da war der Ritterschlag. Das war ein Ritterschlag. Ey, mir geht nicht. Ja, mir geht nicht. Wirklich nicht. Der hört meine CDs zum Einpennen. Geil. Das heißt. Ich nehme die, damit den Tisch nicht wackelt. Hört ihr nur deine. Hört ihr nur deine CDs oder hört ihr auch deinen Podcast zum Einschlafen? Das weiß ich nicht. Dann muss ich nochmal einen Preis gewinnen. Also, ich stelle mir jetzt einfach vor, der Christoph Maria Herbst hört jetzt zu und sagt: Mensch. Christoph, du bist. Der Vorname ist Weltklasse. Jetzt nicht Christoph per se, sondern die Filme. Der Vorname. Beide Teile. Das ist ein deutscher Humor, den ich so unterschreibe. Super. Ja, ja. Und was bei uns ja seit Jahren eine neue Tradition geworden ist, wir haben ja Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst gegen das Aschenbrödel ausgetauscht an Weihnachten. Ja. Also drei Aschenbecher für Hasenbrödel haben wir oft genug geguckt. Ja. Und es ist für uns, die Weihnachtszeit fängt wirklich an, wenn einer bei uns bei Netflix oder wo auch immer das läuft, mal eben die zwei Weihnachtsmänner anmacht. Ja. Großartig. Es ist natürlich eine Persiflage auf John Candy und. Scheißegal, ja, auf was aber, das eine Persiflage aber, ist, genial. Nein, aber eine sehr gute. Ja. Sehr gut gemacht. Ja. Es gibt genauso wie Stromberg viel besser als der Office ist. Viel besser. Ja. So, und das muss ja Gründe haben. Das hat Gründe, nämlich die beiden. So. Punkt. Ne, aber es ist tatsächlich so, dass man manche Sachen sehr, sehr gerne gerade. Ja. Ich habe aber mal im August den kleinen Lord gesehen. Soll ich dir mal sagen, ich habe den kleinen Lord noch nie gesehen. Ich kann dir sagen, wie der ist, Lord, der relativ klein ist.
Aber wenn du... Nein, aber um Weihnachten rum findest du den irgendwie noch, alle sagen dann, ach, der ist aber süß. Oh, der ist aber ja, aber nur um Weihnachten. Wenn ja. Dir die im Hochsommer begegnen würde... 30 Grad, da sagst du, warum haut denn keiner im Rotz? Mach mal eine. Nee. Habe ich noch nie geguckt. Bist du plötzlich auf Alec Guinness-Seite? Fange ich auch dieses Jahr nicht mit an. Nee. Nee. Nein, aber gib ein paar... Ich habe Sissi nie gesehen. Was hast du? Sissi nie gesehen. Habe aber eine Quiz-Sendung gewonnen, weil mich Jackie darauf aufmerksam gemacht hat, dass Sissi tätowiert war. Das war die entscheidende Frage, warum wir tatsächlich beim Kerner gewonnen haben. Schwarmwissen. Und sie sitzt backstage und sieht die Sendung gleichzeitig. Und ich überlege, es könnte das Pferderennen sein, dass sie im Damensitz gewonnen hat. Eine der drei Antworten. Und sie, ist der bescheuert? Dem habe ich erzählt, dass die tätowiert ist, weil das eine Antwort davon war. Ich kann mich ein bisschen daran erinnern, glaube ich, dass ich mal gehört habe, die wäre tätowiert. Und dann hatte ich die Vanessa Mai und noch jemand dabei. Die sagen, im Leben war, da hat noch keiner tätowiert. Ich sage, ich könnte meine Hand ins Feuer legen, nicht tätowiert, wenn nicht, bezahle ich. Gewonnen. So. Erstmal Kompliment an Jackie. Ja. Jetzt ist natürlich bei mir sofort, kommt der Journalist durch. Ja. Ah, muss ich mal kurz den Lanz machen? Welches Tattoo hatte sie denn? Huh. So. Ich glaube, ein Köpi. das weiß ich. Weißt du das? Nein, ich weiß es. Ich hau das hier nicht raus. Welches Tattoo hatte Sissi? Anker. Was? Anker, genau. Anker? Und ich wusste es, aber ich bin müde. Ein Anker? Anker, weil die da ja auch mal irgendwann Anker. Ja, aber die kommt aus Possenhofen, da ist doch weit und breit kein Schiff zu sehen. Ja, wir müssen die Geschichte komplett neu schreiben. Wir haben am Niederrhein einen Ort, der heißt Alpen. Ja. Der ist flach. Da fragst du dich manchmal, wo kommt das her und was soll das eigentlich? Ja. Ja. Auffahrt zu 57. Aber du hast eben gefragt, was ich dieses Jahr noch so vorhabe. Ja. So, außer hast du alle Geschenke schon? Nee. Nee, jetzt natürlich. Mach doch keinen Stress schon wieder. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mich auf, wie gesagt, das Schlimme ist, heirate ich und ich habe mich noch nicht vorbereitet. Das Schlimme ist, dieses Jahr ist Heiligabend auf dem Sonntag. Boah, da ist viel Arbeitnehmer-Scheiße. Ey, denk da dran. Nein, das ist für so Typen wie uns scheiße, die am Heiligen Abend eigentlich mittags nochmal hektisch durch die Gegend rennen und sagen, jetzt muss ich nochmal eben irgendwie was. Also dieses Jahr wird es wahrscheinlich wirklich so eine Rose im Glas von der Tanke geben oder so. Ich weiß es nicht. Wir hatten in Neudorf, ich glaube, nur noch Wand am Ort hatten eine Kaufhalle, aber wir hatten in Neudorf eine Kaufhalle. Da war der letzte Tag. Da konnte ich einkaufen noch und habe geguckt, was da ist. Ja, aber dieses Jahr ist ein Sonntag. Ich habe mal einen Kochtopf gekauft. Da war ich schon 24 oder was. Roter Kochtopf. Du, wenn der schön verpackt ist, Weihnachten. Da war ein Lippenstift drin. Den habe ich nicht bezahlt, hat keiner gesehen. Lippenstift hieß immer früher der Lehrling, mein Frauenarzt, ne? Das ist die Situation, vor der ich ein bisschen Angst hatte. Wenn du jetzt anfängst, die Dinger rauszutun. Das ist ja wirklich... Als ich hier eingeladen wurde, ich habe mich erstmal sehr gefreut. Ja, komm, die brauchen noch ein bisschen. Das ist der zieht noch einmal durch. Ich wollte keine Unruhe reinbringen. Als ich hier eingeladen wurde, erstmal habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ja. Und dann kommt aber auch sofort Stress auf, weil man ja genau weiß, ja, da tut glaub er mir, du hast immer, den günstigsten Abend von allen dir ausgesucht. Ja, warum? Heute. Boah, ich bin so dermaßen durch und ach, weiß genau, weil ich morgen vorhabe noch die Hochzeit vorzubereiten, weil wir Freitag schon in das Hotel fahren. Ja, aber jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir noch hier. Aber es gehen ja alle Gedanken durch. Nicht, ob ich ja sage. Ich habe immer Schiss, hast du halt auch, wenn du auf Tour bist, ich darf nichts vergessen. Ja. Ja? Oder es könnte ja mal ein Malheur passieren. Ja. Ich bin zwei Tage weg und komme mit drei Koffern. Und die sagen, ich habe Krebs, was ist mit dir? Ja, aber ich habe wirklich Ersatzhosen. Socken. Früher war mir das scheißegal. Ich habe mich auch früher auf Auftritte nie vorbereitet. Ja. Meine Frau hat dann immer gesagt, wenn ich Backstage stand und dann hieß das, jetzt musst du gleich in 3 Minuten da hoch. Und dann hat sie immer gesagt, was machst du denn jetzt auf der Bühne? Und dann habe ich immer gesagt, weiß ich noch nicht. Original mein Weg. Weiß ich noch nicht. Original mein Weg. Und dann habe ich immer gesagt, das kann doch nicht sein. Ich kann es dir nicht sagen. Ich muss immer in den Saal gucken, immer reingucken, was so los ist. Ja. Und das hat immer funktioniert. Und irgendwann...
Sogar besser manchmal. Ja, und irgendwann habe ich aber angefangen, mich auf Dinge vorzubereiten. Und ich weiß nicht, ob das besser ist, als das früher war. Ich habe Leute gesehen hinter der Bühne, die sich vorbereitet haben, haben sich bekloppt gemacht. Und das wollte ich nicht. Ja. Die ihren Text durchgegangen sind. Und das wollte ich nicht. Nee, so mit einer Faust voll Text bin ich nie rumgerannt. Mache ich auch heute nicht. Ja. Aber ich, das wäre so ein geiler Bud Spencer-Film gewesen. So eine Faust voll Text. Ja. Das wäre ein Riesenname. Hätten Sie Ihr Omelett gerne? Mit 3 Eiern oder mit 2 Eiern? Mit 20. Was hat er in der Hand? Ja. Eine Ansichtskarte aus Soling. Wusstest du, du hast gesagt Solingen? Ja. Dass man das Wort nicht benutzen darf. Du hast gesagt Werbung. Solingen. Nein, hast du nicht gesagt, komm, wer kam denn aus Solingen von den allen? Der Schweizer. Der Alain. Was hast du denn mit Solingen zu tun? Was laberst du mich denn hier? Keine Ahnung, ich kann mich nur mehrfach entschuldigen. Ja, ich spule mich kurz zurück. Aber die Stadt apropos Solingen. Der See, da kommt ja Alain Frey her, wie wir alle wissen. Ja. Guter Kollege übrigens. Ja, sehr nett. Und der kommt auch so, der hat, ist nach Solingen gezogen. Und das ist die einzige Stadt, die ihren Namen hat schützen lassen können. Durch die Schneidigen von Zwillingen. Aber da kommt doch Solingen gar nicht drin vor, bei den Schneidigen von Zwillingen. Das ist richtig, aber weil die dort eben ortsansässig sind, konnten sie das durchdrücken, das Patent, dass man aber auch Solingen gleichzeitig mit den Schneidigen von Zwillingen verbindet. Ist wie bei mir. Es steht bei Hessen-Kassel Brennholzverleih drauf. Hätte die DFL nicht abgesegnet. Aber unten drunter steht MK Duisburg, meine Firma. Darum ist es eine Firma geworden. Also, die haben eine Rechnungsadresse dazu. Weißt du, das tut der immer so, als wenn er von nichts eine Ahnung hätte. Ne? Ich weiß alles. Ey, du bist schlimmer als der Maschmeyer. Glaub mir, weißt du, was schlimm ist? Auch manchmal auf der Bühne, ich bin gerne der mal den Flachwitz erzählt und so weiter. Und manchmal möchte ich, mache das aber nicht. Manchmal möchte ich mal sagen, wisst ihr eigentlich, woher das kommt oder warum? Klugschweißer-Modus komplett an. Ja. Ja, aber ich mache es nicht, weil das für die Menschen nicht der Humor ist. Die wollen 2 Stunden unterhalten werden, ohne sich Gedanken zu machen, ohne Botschaft, einfach nur rausgehen, wie war es? Ja, was hat er gesagt? Einfach mal das Hirn an der Garderobe abgeben. Und dann höre ich immer, wenn die rausgehen, wie war der eine nochmal? Der eine. Das finde ich auch witzig. Der eine. Hast du noch einen? Ja. Ich merke sofort, wenn ein Witz nicht funktioniert, habe ich in jede Richtung dreischig. Nächster. Dieses scheiß Zeug. Was hast du? Dadurch wird der Rest trocken. Trink doch mal einen Schluck. Guck mal hier, ich hab 3 Weizenbier getrunken. Ich weiß nicht, wie viele Lichtsignale wir bekommen haben jetzt. Aber ich glaube, Lisbeth will nach Hause. Ich ignoriere das auch geflissentlich. Ich habe 5-mal nachgefragt, was soll ich vorbereiten für den Abend? Da haben wir gesagt, nix. Außer ein Witz natürlich noch. So, und damit habe ich gerechnet. Mhm. Warte, wir tun mal überrascht. Ja, Jürgen, es hört ja langsam auf, das Gespräch. Hast du denn uns noch einen Witz mitgebracht? Oh. Habe ich dich auf den falschen Fuß erwischt? War ich jetzt aber nicht drauf vorbereitet. Also, dass man bei dir Witze erzählt, da bin ich nicht drauf gekommen. Es tut mir leid, wenn Hoppla. Du keinen hast. Hoppla. Ich bin tatsächlich nicht der Witzeerzähler, weil ich mir die alle nicht merken kann. Aber meine Frau und ich, wir haben einen gemeinsamen Lieblingswitz. Sachen. Und wenn wir irgendwo sind, auf einer Party oder sonst irgendwie, dann animiert meine Frau mich immer, diesen Witz zu erzählen und macht aber immer folgendes, ich mache das jetzt nicht, sonst ruiniere ich ihn jetzt hier auch, aber sie sagt immer, hör mal Schatz, erzähl mal den Witz mit den Pointe. Und das ist die Pointe. Ja. Und das Spielchen machen wir jetzt seit 20 Jahren. Und sie kann auch jetzt Witze, Dramaturgie und so. Wir haben halt zusammen im Auto gesessen. Und dann hatte sie irgendwann mal einen Witz gehört und meinte jetzt, mir den auch mal unterjubeln zu können. Und dann kam diese alte Nummer mit, wohin fliegt ein schwuler Adler, wenn er nach Hause will? Ich könnte beantworten. Ja, aber ich auch. Also sie saß da und sagte, ich habe da so ein Ding gehört, aber lustig, wohin fliegt ein schwuler Adler, wenn er nach Hause will? Und ich denke so, ja, alles klar, in seinen Horst. Und ja, kennen wir alle. Nein, ist wirklich ein altes Ding, alter Hut. Und meine Frau hatte den aber gehört und zum ersten Mal. Und ich denke so, ach komm, versau ihr die Nummer nicht. Tu mal überrascht. Hä? Ich sag, wie, was, hä? Was, Adler, hä?
Jan, Mensch, jetzt, wohin fliegt der jetzt? Überleg doch mal. Keine Ahnung, jetzt. Und dann steigern die sich ja rein. Ja. Jetzt denk doch mal nach. Schatz, ich habe keine Ahnung, wohin fliegt ein schwuler Adler, wenn er nach Hause will. Ja, wo soll der hinfliegen? Nach Hause? Jetzt? Mein Gott. Und die waren schon so richtig auf Puls. Ja. Und ich so, Schatz, ich weiß es nicht. Ja. Sag es. Und sie war auf dem Olymp ihres Triumphs und sagt so, Herr, du willst hier Comedian sein und so. Ja, ja. Kennst du nicht, ne? Ja. Kennst du nicht, ne? Ja, ja, Sir, jetzt aber wohin fliegt er denn? Ja, in seinen Kurt. Aber jetzt pass auf, jetzt sitze ich da und werde halt in eine Leitplanke gefahren und habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein jetzt, das ist doch, ach du Scheiße, was machst du jetzt? Jetzt hätte ich ja einfach sagen können, ah ja, Mensch, hätte ich drauf kommen können. Der alte Kurt. Aber jetzt will ich ja mit der auch noch ein paar Jahre durchs Leben gehen und jetzt erzählt die womöglich den Witz noch irgendwo, wo ich mal nicht dabei bin und dann, ich habe ja auch irgendwie eine Sorgfaltspflicht. Ja. Und dann habe ich gesagt, Schatz, das ist so nicht richtig. Ja. So. Wie, was? Jürgen ja, von Lippe hätte gesagt, ist gut. Ist bisschen noch am Timing arbeiten, dann passt's. Ne? Und wir haben ja gesagt, ich sage, das ist Quatsch mit dem Kurt, das ist Quatsch. Jetzt, also Leute, ich sage, wer ist Kurt? Und dann sie wieder, aber auch schon wieder voll auf Reiseflughöhe. Mein Gott, das ist das Nest von dem Adler. Vielleicht waren das. Und dann sitzt du da und denkst, okay, was machst du jetzt? Wie machst du es jetzt am wenigsten falsch? Ich sag, Schatz, jetzt musst du ganz stark sein. Ja. Das Ding heißt Horst. Und da hat sie gebeten, dass ich anhalte, dass sie aussteigen kann. Ja. Da hat sie den Rest des Tages nicht mehr mit mir gesprochen. Aber ich konnte ja nichts dafür. Und wir entschuldigen uns bei allen, die aus Gelsenkirchen-Kurt kommen. Ja. Es wird umbenannt. Ich habe teilweise Ortsschilder gesehen. Das war ich aber nicht der Witz. Pass auf, Witz. Jetzt komme ich. Du danach wieder. Okay. Ich habe nämlich mal Stress bei Markov gekriegt. Da habe ich, die kommen 2 Stunden zu spät, kam der Chef zu mir da an. Da haben sie eine Begründung. Ich sage, ja, ich werde Vater. Und dann, herzlichen Glückwunsch. Wann ist es denn soweit? Ja, circa 9 Monate. Jetzt du wieder. Entwaffnet ehrlich. Ja. Nein, aber der Witz, um den es geht, also den meine Frau, wenn sie mich dazu animiert, eigentlich jedes Mal ruiniert, mit der Pointe vorweg, geht folgendermaßen, du wirst ihn kennen. Typ kommt nach Hause, so schön nachts 2:30, hat ordentlich einen im Timpen. Und seine Frau hat schon geschlafen, liegt im Bett und wird von dem Gepolter wach. Der Gatte meint nämlich, hier müsste noch mal in die Küche gehen und sich noch was zubereiten. Und sie hört das Ganze geklappert, kriegt natürlich so eine Krawatte, Puls bis 300 und denkt so, boah, ey, da muss das denn jetzt sein. Und er poltert da rum, sie ist sauer und dann kommt er ins Schlafzimmer und steht dann so da und sagt, Licht an natürlich. Schatz, Frage. Und sie so, er macht das Licht aus, Licht hier auf der Couch, ich will nichts hören, hau ab, da reden wir morgen drüber. Und wenn du noch einmal, nein, jetzt pass mal auf. Das ist wichtig. Ich habe eine Frage. Zitronen. Sie, sauer bist du, und sagt, ey, wenn du jetzt nicht Ruhe gibst. Zitronen, also, sauer ist auch gut. Ja, ne? Schön erzählt, oder? Wenn du jetzt, ich lass mich scheiden. Und, ja, jetzt richtig schon mal ab. Jetzt. Zitronen, die gelben. Kann das sein, dass sie unten dran so 2 kleine Füßchen haben? Und sie so, ich habe noch nie die Zitrone mit Füßen gesehen. Ey, hau ab, ich lass mich scheiden. Die ganze. Jetzt sind wir ganz im Ernst. Zitronen, haben die Füße? Nein. Bist du sicher, dass Zitronen keine kleinen Füßchen haben? Nein. Schatz, dann tut es mir sehr leid. Dann habe ich mir gerade unseren Kanarienvogel in den Tee gepresst. Und der Witz ist so schön. Aber und sie sagt aber immer, Schatz, erzähl mal den Witz mit den Zitronen. Mit dem Kanarienvogel. Aber du hast den auf Dauer zum Witz für dich gemacht. Ja. Ja? Du hast ihn dir selber zurechtgelegt. Ich erzähle ihn noch so gerne. Die man einfach für sich zurechtlegt und wo man selber weiß, als da, das ist mein Witz. Man lebt ihn. Die beiden Angler beißen die Fische, nee, kannst du euch streicheln. Ne?
Ich traue mich auch, seit ich diesen Witz so gerne erzähle, traue ich mich auch nicht, einen Kanarienvogel anzuschaffen. Wir hatten mal Kanarienvogelzucht. Also vier waren es insgesamt, ja, mit Kindern. Es gibt nichts Lauteres. Doch. Außer Kaisers. Kaiserslautern. Ach so. Es ist, ich kann da nichts für. Der, ist, der kommt dann so. Ich das kann passiert da einfach bei dir, oder? Aber nach Müdigkeit kommt doof. Ja. Ja. Aber erstmal, Jürgen, wir haben schon das 18. Lichtsignal bekommen. Entweder landet hier gleich ein Flugzeug. Die Batterie von der Lampe ist gleich alle. Ja. Das ich ist, Flugzeugdurchsage. Ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte ist, wir werden entführt. Die gute ist, er will nach Hawaii. Er will nach Hawaii. Was machst du? Du kannst jetzt, du hast jetzt nochmal so eine Werbebrech. Ja. Werbebrech. Wie was? Du kannst jetzt Werbung machen, wo du gerade bist. Also jetzt. Ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich ja noch irgendwie eine neue Tour dieses Jahr noch gestartet. Da hätte ich ja gesagt, hör mal, wenn ich die Fläche habe. Da haben wir doch. Nee, also für dieses Jahr packen reicht? Wir mal Richtung ist Weihnachten auch alles. Termin? Nee. Ich muss zwei Tage nach der Hochzeit wieder auftreten. Ich sag nichts. Ich habe noch einen ganz tollen Termin zwischen den Feiertagen, zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Ja, einen Tannenbaum holen. Ja, das ist ein bisschen spät. Ich habe ja schon mehrfach erzählt, in Willingen groß geworden und habe dann mit 10 Jahren Posaune spielen angefangen. Ja, damals kann man aber auch mit dem Mund. Kann man auch, ja, kann man auch. Man muss echt aufpassen. Und die Truppe, die Schützenblaskapelle Willingen, die haben 40-jähriges Jubiläum. Da sind wir wieder übrigens bei Sternzeichen. Sie und ja, ich bin auch Schütze. Ja. Und dann werden wir ein wunderbares Jubiläumskonzert haben. Und die waren so irre und haben gefragt, ob ich das moderieren kann. Die wissen noch gar nicht, worauf die sich eingelassen haben. Weißt du, wenn ich ein Jubiläumsjahr feiern würde, 3,5 Jahre, hat keiner. Macht keine Sau, ne? Oder 425. Ja. Nö, macht keiner. Interessiert keinen. Oder, hey, wir haben Jubiläum, Februar. Ja. Einfach so. Ja. Einfach Mittwoch. Hör mal, die Bekannte von mir, also nicht Freunde, die haben sich auch ein Gehirn geteilt. Und ich stehe dahinter. Und ich bin Kanada-affin. Ja. Und deswegen fiel mir das auf. Da sagt er, Alter, ich hab gestern was gemacht, das glaubst du gar nicht. Und der andere, boah, was denn? Pass auf, Toronto-Nummer. Echt? Wie geht die? Eigentlich ganz normal, du sagst nur zwischendurch mal Toronto. Da stehe ich dahinter, das ist wirklich passiert. Und ich stehe dahinter, geht auch Ottawa? Aber Toronto klingt eleganter. Montreal. Ja. Nein, die Familie wohnt in Montreal. Benannt nach Mont-Royal. Mont-Royal. Und hat nichts mit Fackeln im Sturm zu tun. Da bin ich raus. Am St. Lorenz-Strom, auf Il Perro habe ich gewohnt. Eine kleine Insel im St. Lorenz-Strom. Nur wenn man das googeln will, so wie die Tage der Geburtstage wollen. Boah, ich habe versagt heute. Scheiße, aber 83 ist auch keiner groß geworden. Ist auch keiner ein. Gut wäre es natürlich gewesen, wenn du als halber Franco-Kanadier natürlich das jetzt auf Französisch aufgesagt hättest. Dann wäre ich Italiener. Also, dann ist natürlich. Nein, aber wie gesagt, ich freue mich auf alles, was kommt. Wir machen jetzt ganz, ganz viel tolle Sachen wieder im Radio. Und den Satz höre ich so oft von Jackie. Echt? Echt? Auf alles, was jetzt kommt? Ich freue mich auf alles, was kommt. Ja, aber ist ja so. Weihnachten. Heute darf ich, sie ist zu Hause, sie schmückt noch. Ja. Ja, aber weil du das. Also ich mache jetzt gar keinen Werbeblock. Schaltet schön das Radio ein. Radio NRW. Euer Lieblingslokalradio. Und da machen wir ganz viele tolle Sachen. Ich werde demnächst auch wieder zum Hörer greifen. Ja, macht dann Adventskalender, Emmy. Mit Atze. Machen wir schön Legendär, ich bin mal bei einem Interview von ihm und Atze. Einfach mal rein. Nee, können Sie nicht rein, die sind auf Sendung. Ja. Die war aber war geil. Die war total aber geil. War total gut, die Nummer. War total geil. Nein, ich liebe sowas. Liebe so einen Scheiß. Da sind wir ja wieder. Wenn man mir sagt, guck nicht runter, guck ich runter. Da ist so. Eben so. Ja, aber
Davon mal abgesehen, ich möchte mich entschuldigen. Warum machst du denn das jetzt kaputt? Ich sehe doch nur beim Auge. Es war doch bis jetzt so friedlich. Und jetzt fängt er an zu randalieren. Nee, ich habe meine Streckung noch nicht gemacht. Es klebt hier alles. Ich könnte mir so in die Fresse Der Kanarienvogelwitz ist wirklich gut. Der ist gut. Oder? Ich merke mir den und mache den besser. Ja. Nee, den kannst du nicht mehr besser machen. Der geht nicht mehr besser. Der ist schon gut. Also schönen Gruß an deine Frau. Mache ich. Sie soll dich immer die hört genauso, dich jetzt auch, die hört zu. Entschuldigung, genauso darauf aufmerksam machen. So, das war Kommunikation, mein kleiner Podcast. Man kann ja im Kopf immer wieder umschalten. Ja. Ja, das war wirklich für mich ein bisschen chillen, tatsächlich. Das spreche ich mal chillen. Ja? Weil ich ja immer so schnell bin. Ich habe gestern für den Flickflack in Duisburg aufgenommen. Weil ich so eine beruhigende Art habe. Du hast aber, du bist ja aber auch so eine Couch. Nee, man hat das Gefühl, ich kann mich da in Ruhe reinsetzen. Ja, und ist ja auch weich und bequem. Du bist auch gleichzeitig dann mein Hörgerät. Aber, wie gerade schon mal Alain gesagt, auch ein Riesenfreund. Und ich hoffe, dass wir weiter so arbeiten können, wie wir bisher gearbeitet haben. Sehr, sehr gerne. Jürgen Bangert alias Elvis Eifel war heute hier. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung.